Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich habe ein neues Video und zwar hatte ich Post bekommen von der lieben Katrin. Und ja, bei der Gelegenheit kann ich mal die ein oder andere Geburtstagskarte, es ist jetzt schon eine Weile her, ich meine, wir haben Mai, es ist jetzt fast ein Monat her, aber ich möchte trotzdem mal die Geburtstagskarten, die ich so aus den Bastelgruppen oder von Instagram bekommen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt alle waren. Es waren etliche. Und bei der einen oder anderen Karte war auch was dabei. Also so kleine Goodies oder so. Ja, und ich weiß jetzt auch nicht mehr genau die Namen dazu. Ja, also das sind auch noch die Briefumschläge. Muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendwelche Adressen mal hier reinhalte. So, ja, hier haben wir eine schöne Karte, die ist von der Tanja. Das war nicht zum Geburtstag, aber ja, ich zeige sie trotzdem, weil die wunderschön ist von Jack. Hier weiß ich auch, wer sie mir geschrieben hat, nämlich die liebe Tanja. Ich weiß nicht, ob die liebe Tanja hier zuschaut. Wenn ja, dann grüße ich dich mal ganz lieb und nochmal vielen Dank für diese wunderschöne Karte. Die stelle ich mir nämlich jetzt hier hin. Für die finde ich einen Platz. Ja, hier ist eine schöne Karte. Ja, ohne Absender, also mit einer Unterschrift, aber hier ist auch irgendwas ab. Ach so, nee, hier ist nichts. Doch, hier ist was abgefallen. Und zwar ist das hier dran gewesen. So. Also vielen lieben Dank an alle, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend. Ja, hier weiß ich ganz genau, wer sie mir geschrieben hat, nämlich die liebe Jasmin. Liebe Jasmin, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Meine Karte kam ja die zweite dann auch endlich mal an. So schön mit der Schnecke hier. Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Adressen hier reinhalte. Ich wollte es halt nebenbei mal zeigen, was ich so bekommen habe. Ja, wunderschön. Dann waren hier noch so eine Perlen dabei. Hat mir auch jemand geschenkt. Dann so eine Stiftereihe. Da war, glaube ich, noch ein anderes Stift, ein Orange. Ja, ich wollte es einfach mal zeigen, wenn ich eh das Video mache. Das ist auch eine schöne Karte. Da waren dann lauter Konfetti drin. Ja, vielleicht erkennt der ein oder andere seine Karte wieder. Dann kann er sich ja mal hier drunter schreiben. Also vielen lieben Dank nochmal an alle, so rum, für die wunderschönen Karten, die ihr mir zu meinem Geburtstag geschenkt habt. Und auch sehr lustig. Und hier mit Miezekatze. Ja, die rutschen jetzt hier unten, dann muss ich auch hier drauf machen. Und schönen bunten Miezekatzen. Die fand ich auch cool, weil wenn man... Ich sehe gerade, da ist was. Ist da was ab? Ach nee, nee. Ich hatte aber doch noch eine, wo was dran hing. Ich glaube, die ist noch in der Stube, oder? Sie kommt hier noch. Ja, auch sehr, sehr schön mit dieser Elfe. Also, ich habe sie nicht gezählt, aber es waren etliche Karten. Weil ich wiederhole mich, wenn ich nochmal sage: Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mir eine Karte geschickt haben. Habe mich total gefreut. Ich hatte ja bei Insta schon ein Bild gemacht, wo ich nochmal Danke gesagt habe. Jetzt will ich es aber auch im Tier nochmal zeigen. Lauter Konfetti hier drin in den Karten teilweise. Ja. Und wie gesagt, bei der einen oder anderen Karte war auch was dabei. Die ist auch sehr schön bunt. Zum Beispiel Papier war dabei. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, bei wem was dabei war. Ich zeige es jetzt einfach nochmal so durch. Papier, dann war hier auch mal noch so eine Folie mit verschiedenen Sachen. Auch Papier ist hier mit drin. Ich glaube, das ist ein Action-Stanzblock oder so. Ich glaube, ich habe den auch. Ich weiß es nicht genau. Hier sind auch noch ganz viele Papiere. Ihr seht das, hier ganz viel Verschiedenes. Hat mir auch jemand mit reingemacht. Und mit den süßen Fuchs und so. Ja, dann die. Naja, so alt bin ich jetzt schon, ne? Wahnsinn. Ein süßes Schweinchen. Dann hatte jemand hier so einen kleinen Text noch gemacht. Die kann ich weiterverarbeiten, also auch für Karten oder halt weiter verbasteln.
auch eine sehr, sehr schöne Karte. Im Happy Painting Style. Richtig cool, selber gemalt. Sehr schön. Sehr schön geworden, die Karten. So, und hier haben wir auch noch ein paar Goodies. Das ist wie so ein Briefumschlag. Finde sowas immer cool hier, mit diesen, wenn das so aussieht wie eine Tasche. Und das ist so ein Goodie-Bag-mäßig. Und da sind auch ganz viele verschiedene. Oh, die habe ich auch, ja. Ist aber schön, wenn man die nochmal hat. So sind auch ganz viele verschiedene Sachen halt drin. So. Ausstanzung und kleine Bildchen. Und ja, ich werde es jetzt nicht alles intensiv zeigen. Nur mal so kurz rein gucken. Viele Ausstanzungen. Ausstanzung kann ich immer gebrauchen. Und so auch ja, so eine Aufleger. Und auch hier Happy Birthday. Ja, also richtig toll. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die mir was geschickt haben. Ich bin sehr, 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 sehr gefreut. Jetzt wackel ich hier rum. So, und jetzt will ich das hier eigentlich mal ordentlich wegpacken. Jetzt kann ich das alles verräumen. Ich wollte es nämlich gerne mal zeigen. So, habe ich jetzt hier runtergeschmissen. Jetzt kommt das Paket von der lieben Katrin. So. Die Karte habe ich mir schon angeguckt, weil es steht bestimmt auch schon wieder anderthalb, zwei Wochen hier rum. Und ich möchte jetzt endlich reinschauen. Aber ich habe im Moment wenig Zeit. Und wenn ich Zeit habe, stehen andere Sachen im Moment auf dem Plan, wie das halt immer so ist. Aber jetzt habe ich mal Zeit. Ja, eine wunderschöne Karte. Schaut mal. Mega bunt. Die Welt ist bunt. Richtig schön. Genau, sie hat geschrieben, liebe Dani, hier kommen wie angekündigt die Sticker. Es ist noch ein bisschen dazugekommen. Ganz viel Spaß damit. Liebe Grüße von Katrin. Ich denke, das ist kein Problem, dass ich das zeige. Ja. Und dann schauen wir mal rein ins Paket. Ich habe das hier neben mir stehen. Ich habe ja nur wieder Platzmangel. Mal gucken. Ich will euch jetzt erstmal so einen Blick reinwerfen lassen. Ein ganz großes Paket mit ganz vielen Sachen drin. Ah, mich nervt das, dass ich keinen Platz habe. So, man will das immer hier, dass man schön viel Platz hat, aber irgendwie funktioniert das immer nie. So, mal gucken, ob wir das intensiv anschauen können. Das ist nämlich wirklich viel. Hier ist eine Tüte. Und da haben wir, glaube ich, so Strass oder was drauf. Na, habe ich jetzt auch wieder zugemacht. Nehmen wir mal alles hier raus, wenn es raus möchte. So. Hier sind ganz viele Klebebänder. Also so, wie sagt man, Washi Samples oder so ähnlich. Oh, das ist auch cool hier. Obwohl das nur Striche sind, aber das, dadurch, dass es so golden schimmert. Das ist so richtig so Vintage, alte Zeitung, keine Ahnung. Alte Labels oder so. Ah, hier mit Mietzekatze. Das werde ich wahrscheinlich für Halloween mit benutzen. Oh, das ist auch cool. Das sieht so verbrannt aus. Ja, die sind ja auch cool. Hier oben die drei. Sehr schön. Und hier nochmal schwarz-weiß, so Girlanden und... Ja, sehr, sehr cool. Und dann hier, die habe ich auch irgendwo rumfliegen, die Dinger. Benutze ich entweder für Ohrringe oder eben mal so für Kisten oder so. Hier ist auch nochmal so ein Spitzenband, so eine Bordüre in einen wunderschönen Mint. Habe ich auch, glaube so noch nicht. Also in Weiß vielleicht oder in Rosa. Aber Mint habe ich jetzt, also die Variante habe ich noch nicht. Das habe ich auch nicht, das wüsste ich. Oh, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Ja, ich habe es endlich mal geschafft, meine Nägel zu machen. Ne? Sehr kurz wegen der Arbeit, aber immerhin was dran. Eigentlich habe ich früher nie so kurze Nägel getragen, aber ja. Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen, ne? Hauptsache es ist was dran und ja. Ja, auch wieder so ein Teil. Sticker, naja, Sticker sind das gar nicht, sondern eher Metallornamente. Das kenne ich auch nicht. Das werde ich mir definitiv für Halloween wegpacken. Da fällt mir bestimmt irgendwas ein. Ich habe ja auch irgendwann mal vor, als böse Nonne zu gehen. Da könnte man das hier vielleicht gebrauchen. Sehr, sehr schön. Hier gefällt mir natürlich das schwarze Band gut, ne? Bei Halloween. Ich bastle im Moment auch übrigens ab und an mal nebenbei. Ich habe ja noch so ein Loaded Envelope, was ich basteln möchte.
Aber ich, ja, die Zeit, ne? Ich habe schon angefangen, aber ich werde nicht fertig. Hier sind Tütchen drin. Halloween-Tütchen. Oh, ich liebe diese Halloween-Tütchen. Ja, die liebe Katrin hat mir geschrieben, dass er aussortiert hat und mir gerne was schicken möchte. Da freue ich mich natürlich. Oh, die sind auch cool hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Ich habe so viele mal von Swantje bekommen oder von Sabrina oder ich oder auch von anderen. Ich weiß nicht, welche ich habe, welche nicht. Also da, wenn man sich das alles merken würde. Oh, also die kenne ich aber nicht. Mit der Mickey Mouse. Bei den Halloween-Tüten weiß ich es nicht. Oh, ich finde die Tütchen immer so schön. Sind nur Tüten, ja. Man findet die schön. Naja. So, dann hier so eine Matte. Ich glaube, die habe ich mit Braun und Schwarz. Ob ich die jetzt in ganzen Schwarz habe, weiß ich auch nicht. Aber kann sein. Kommt alles in die Halloween-Kiste. Die wird immer voller. Deswegen, ich muss da mal mit basteln. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie und was. Ne? Ich habe ja schon ewig, ich glaube, das klappere ich schon seit einem Jahr oder so. Ich weiß es gar nicht, dass ich mal eigentlich wieder mal eine Verlosung machen möchte. Da weiß ich auch noch nicht, mache ich die nur bei Instagram, mache ich die bei beiden, mache ich die nur hier, damit ich nicht durcheinander komme. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann werde ich mal wieder Zeit haben, um mehr zu basteln. Ja, hier sind so verschiedene Ausstanzungen drin. Ich vermute aber, dass ich es über Instagram mache. Ich glaube, da habe ich den besseren Überblick, weil hier werden mir manche Kommentare überhaupt nicht mehr angezeigt. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, ob das jetzt am neuen Handy liegt, weil jetzt beide, also der Account ist jetzt auf beiden Handys drauf. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hochladen geht bei beiden, aber Kommentare lesen irgendwie nur, vielleicht habe ich auch was wieder mal nicht richtig eingestellt. Hier sind so eine Holzteile. Kann man auch sehr gut gebrauchen, denn hier diese Filzgeister sind gut für so Taschen und auch für Loaded Envelopes. Das hier ist ja mal interessant. Die werde ich mir raussuchen, die werden auf jeden Fall Ohrringe werden, weil ich sehe auch, dass da zwei von den Blumen drin sind. Oh, da muss ich sofort an Ohrringe denken bei denen hier. Sehr, sehr geil. Das packe ich mir mal hier hinter, dass ich das nicht wieder wegräume, bevor ich die rausgenommen habe. Eieiei, du hast ganz schön viel eingepackt. Die hier kennt ihr auch, die habe ich auch. Da gibt es ja auch verschiedene. Oh, und du hast sie im Angebot bekommen. Ah, der ist so cool, ja. Ja, die habe ich auch, an die erinnere ich mich. Und die, da gab es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene. Mega cool, ich liebe diese Sticker. Dann hier schwarze Steinchen, sehr geil. Ich meine, Oktober ist ja auch nicht mehr weit hin. Wir haben jetzt Mai, naja gut, ein bisschen ist schon noch, aber kann man schon mal, ne, gebrauchen. Oh, was haben wir denn hier? Baustellenfahrzeuge. Das kann ich jetzt nicht so gebrauchen. Oh, du hast ja geschrieben, ne? Werde ich bestimmt mal an jemanden weitergeben. Bei mir auf Arbeit sind auch die einen oder anderen kleinen Würmchen, die da mal vorbeikommen. Und immer Süßes mitgeben. Ja, wenn man eine Idee hat, so ein paar Sticker-Abschnitte, oder? Ja, die kennt jeder hier, der hier bei Teddy bastelt, ne? Der bei Teddy einkaufen geht und bastelt. Aber die sind immer noch cool, immer noch schön. Und ja, ich glaube, ich habe da auch den einen oder anderen mit verwendet. Genau, denn hier diese, da gibt es auch verschiedene Hexen. Diese bekloppten Katzen hier an den Hut, so niedlich. Ist halt so ein bisschen wie Pappe. So, dann mal was nicht mit Halloween zu tun hat. Die kenne ich nicht. Wo sind die her? Das ist bestimmt ein ganz alter Bogen. Auch vom Teddy, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich kenne doch die Verpackungen. Aber es gab solche ähnlichen auch mal bei Zehmann. Das weiß ich noch. Auch wieder so ein alter Bogen. Ist ja cool. Kenne ich auch nicht. Ja, hier sind schon welche verrutscht, weil die kleben nicht mehr, aber das macht ja nichts. Man kann ja wieder so einen Klebepunkt. Na, irgendwann kleben die auch nicht mehr. So, die Verpackung ist halt schon älter und da irgendwann lässt die Klebekraft 1, 2, 3 nach. Passen irgendwie zu meinen Nägeln, oder? Passt das oder passt das nicht? Ich würde sagen, aufeinander abgestimmt, ne? Farblich. Sehr, sehr cool. So, was haben wir hier nochmal? So eine Ornamente.
Ja, manchmal muss man aussortieren. Ich muss auch mal aussortieren. Ich habe auch schon aussortiert. Das hier werde ich auch gleich aussortieren, denke ich. Kommt bestimmt mit hier auf den Haufen für die Kittys, was ich eben gesagt habe. Weil das sind auch wieder welche, die kannst du nicht ewig liegen lassen. Ist auch ein ganz alter Teddy-Sticker, glaube ich. Die Verpackung ist auch uralt, ja. Kannst du nicht ewig liegen lassen, weil die wölben sich dann irgendwann hoch. Also mich wundert es, dass sie sich noch gar nicht hochgewölbt haben. Hoch. So, entschuldigt bitte, ich musste unterbrechen. Ich dachte, es ist jemand gekommen, aber die Katze hat was runtergeschmissen, habt ihr vielleicht gehört. Und da dachte ich, dass jemand gekommen, weil es klang wie eine Tür. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ja, Sticker, ne? So, was haben wir denn hier noch? Ein Tütchen mit ganz viel Streuzeug und Perlchen. Ah! Ah ja, diese Nuckel. Ach, was hatte man die früher gesammelt, oder? So ein Band um Hals und dann verschiedene Größen, verschiedene Farben. Diese Nuckel. Ja, diese Plastinuckel. Das sind so Kindheitserinnerungssachen. Ich glaube, die hatte jeder in den 90ern. So, dann die hier, die habe ich irgendwo auch, aber ich glaube, ich habe nur rosa und ich weiß nicht, ob ich blau habe. Auch sehr cool. Und hier sehe ich doch schon wieder auch eine sehr interessante Perle, wo ich mal gucken. Ah, hier ist die zweite, sehr schön. Also verschiedenes, da gucke ich mir natürlich auch intensiv. Oh, das Herz ist aber auch, das Herz ist auch schön. Also so eine habe ich schon, das weiß ich ganz genau, weil, also ich weiß jetzt nicht, ob es genau dieselbe ist, aber ich habe eine in einer Kiste, wo so ganz viele verschiedene Perlen drin sind, wo ich mir jedes Mal denke, Mensch, daraus könnte man Ohrringe machen, aber du hast ja nur einen. Also eine. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Größe ist. Muss ich mal gucken. Wenn, dann wäre das ja mal cool. Ja, so ein Mix hier mit Perlen. Dann hier so verschiedene Acryl-Metallsachen. Ich glaube, es ist nur Acryl, oder? Ein Steuerrad und Anker und sowas. Na, ihr seht's. Kann man auf jeden Fall auch mit basteln. Logisch. Als Bastler kann man alles gebrauchen. So, dann sind hier Servietten drin. Und zwar Halloween und Made with Love. Und dann haben wir hier noch einen großen, großen Stapel. Oh, Moment, jetzt rutscht mir der Karton hier weg. Ich muss es einzeln rausnehmen, das ist schwer. Mit verschiedenen wieder Bordüren, einmal schwarz, was sehr gut ist für Halloween. Dann hier rosa und pink, dann nochmal silber, rot und ja, ihr seht es ja, ne? Rot und silber. Denn hier so ein Schmuckband in Lederoptik. Das ist nicht so starr, merke ich gerade. Das ist super für meine Ketten. Oh, ich muss mal wieder Ketten basteln. Dann hier, ja, die finde ich auch cool. Die gab es mal, glaube ich, beim Kick. In verschiedenen Varianten. Die mag ich auch sehr gerne. Oh, dann hier Stempel. Ich glaube, dass ich den Bogen aber habe. Macht aber ja nichts, ne? Wie gesagt, ich plane eh eine Verlosung. Kann der mit rein oder ja, tauschen oder wie auch immer. Ich glaube aber, dass den habe ich. Bei denen hier, ich glaube, den habe ich nicht. Vom Teddy ist der. Nein, ich glaube, der sagt mir gar nichts mit den Schmetterlingen. Ne, ich glaube, den habe ich nicht. Sehr schön. Dann hier schwarze Federn auch sehr gut für Halloween. Und dann kommen die ganzen, das habe ich schon gesehen hier unten, Mutti-Heft-Sticker. Die werde ich aber nicht intensiv durchgehen. Das sind einfach zu viele. Hier ist noch ein schwarzes Band drin. Ah, schwarz gefällt mir natürlich noch besser, ne? Für die Halloween-Ketten. Aber auch das Blau war schön für Maritimes. Du bist auch so ein Mutti-Heft-Sammelfuchs.
Heftverrückte, eine Mutti-Heft-Sammelverrückte. Ja, alter Verwalter, so viele Mutti-Heft-Sticker. Und ich habe ja selber schon so, ja, auch so haufenweise. Gehen wir mal ganz kurz durch. Die sagen mir nichts. Es ist krass, ich habe so viele und meine Tante sammelt auch für mich mit. Da frage ich mich, na gut, hier sehe ich ja zum Beispiel von 2006. Ja, dann kann ich die ja nicht haben. Da habe ich noch nicht so gesammelt. Das ist irre. Ja, das sind so nostalgische Bilder? Na, ihr wisst schon. Denn hier so ein paar hab dich lieb, danke dafür, bla bla bla. Oh, hier war auch Halloween drauf, den kenne ich auch nicht. Noch ein paar Reste sind übrig. Manchmal kann man hier drin noch was ausmalen, deswegen gucke ich da auch manchmal rein. Ein Totenkopf. Ich gucke gerade, ob ich da noch ein Datum finde, aber nee, aber der ist auch schon älter. Hier Tiere, die sind ja sehr oft da. Lustige Tiere. Ich lache mich weg. Habe ich Leckerli gehört? Da müsste meine Katze hin. Gute Laune wird überbewertet. Oh, ah ja, lustig. Kein Schwein ruft mich an. Was guckst du? Ja, sehr geil. Denn hier Frösche, die kenne ich auch nicht. Es gibt tatsächlich noch welche, die ich nicht kenne. Hier so was Romantisches. Wie gesagt, ich gehe das schnell durch. Den hier habe ich auch mit den Schmetterlingen, weil ich nämlich aus denen hier schon mal eine Geburtstagskarte gebastelt habe. Aber manche habe ich auch doppelt. Der sagt mir, glaube ich, auch nichts. Aber ich habe ja auch so viele, dass ich jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Bogen kenne. Hier mit Hund. Oh, mit Mietzchen. Die sind ja auch immer süß hier. Die sind auch immer süß. Da sind ja auch vom Eck schon mal die Stempel gewesen, hier von diesem Teddybär. Ja, und hier kann man drin wieder ausmalen. Deswegen gucke ich da manchmal auch rein. Love. Und hier nochmal so für so Gläser, ne, für so eingekochtes und eingemachtes und bla bla bla. Selbstgebackenes und Vögelchen, Frühling. Oh, sind das viele. Miezekatze, wieder Tiere, nochmal derselbe. Nochmal hier solche Alten. Ja, wirklich älter, ne? Ah, das blendet hier so blöd, das Licht. Herzlichen Dank. Hier nochmal so eine Sprüche. Die sind aber auch cool, ja, finde ich. Ich glaube, das Licht ist jetzt besser, oder? Kuschelzeit. Nochmal hier Bärchen. Boah, sind das viele. Wie gesagt, mal gucken, wie weit ich jetzt die alle zeige. Jetzt kommt ganz viel Ostern. Ja, ihr seht das auf dem Kopf, ne? Ganz viel Ostern. Ja, auch ne, ist noch nicht so alt, aber auch ein bisschen älter schon. Hier 2014. Die Zeitung kenne ich gar nicht. Mira. Ostersticker. Das Beste für die Frau. Ganz viel Ostersachen. Hast du dich mal getrennt? Die Zwerge habe ich auch mehrmals. Hasen, wieder, es kommt hier ganz viel Osterkram. Lustige Tiere. Lisa, auch bestimmt schon uralt. Sehr cool. Du bist super. Sprüche. Oh, hier. Miezekatze gemalt. Die sind ja auch lustig hier. Die habe ich auch. Das glaube ich zumindest. Mit diesen Igelchen. Die sind auch süß. Erinnern mich an diese Action-Blöcke, ne? An die Action. Das ist auch so ähnlich gemalt. Oder ist vielleicht sogar dasselbe. Ja, also das erinnert mich schon voll an Action. Fahrrad. Ah, ihr seht, so viel. Oh, da ist auch süß, ja. Aber ich glaube, den habe ich auch. Komische Biene. Sieht komisch aus. Vom Style her, vom Malstyle. Außergewöhnlich. So, hier kommen nochmal Halloween-Sticker. Ah, ja, die kennt ihr. Die Glitzer-Schaumstoff. Oh,
Entschuldigt bitte. Ja, die sind geil. Die habe ich auch. Und die will ich immer nicht benutzen, weil ich den Bogen nur einmal habe. Ja, und da habe ich noch einen anderen Bogen, der auch ähnlich ist. Den hatte ich mal von meiner Tante bekommen. Oh, das haben wir aber verschluckt. Das ist auch süß hier. Könnte man eine Liebeskarte mitmachen, ne? I love you. In der Mitte das Herz. So 3D-mäßig gehalten. Hier sind auch noch Herzen. Da könnte man auch mit einbauen. Du wärmst mein Herz. Du bringst mich zum Strahlen. Cool. Dann hier so Teddybären, die ich jetzt aber nicht so doll finde. Aber gut. Man kann ja nicht alles toll finden. Hier aber auf jeden Fall ein sehr großer Sticker. Oder irgendwie was drauf. Auch Ostern. Hier so verrückte Tiere. Der Rabe kommt mir auch bekannt vor hier unten. Rabe Socke oder so, ne? Steht drauf. Wer lesen kann, ne? Den Blümchen, die auch immer gehen. Muttertag. Ja, ihr seht ja, ganz viele verschiedene Themen. Ich habe schon gar keinen Platz mehr hier. Wieder Waldtiere, nochmal Waldtiere. Den habe ich auch, den Bogen. Waldtiere, Waldtiere, Waldtiere. Hier ist nicht mehr viel. Hier ist wieder Ostern. Ich glaube, jetzt kommen ganz viele Ostersachen hier. Eieieiei. Ja, ich glaube, ihr habt auch genug gesehen. Halt ganz viele verschiedene. Ich glaube, das war jetzt hier der Osterstapel. Und Weihnachten. Weihnachten kommt hier auch noch. So viele Sticker. Oh, die sind geil. Die kenne ich auch nicht. Nina sagt mir auch wieder nichts. Weihnachtssticker. Ja, Fuchs ist süß. Ja, den habe ich auch, das weiß ich. Weil den ja mag ich nämlich. Und habe auch schon mit denen gebastelt. Den habe ich nämlich auch doppelt. Die erinnern mich auch wieder so an Action. Weiß nicht warum. Gefallen mir auch farblich sehr gut. Nicht ganz so kunderbunt, obwohl ich ja kunderbunt mag. Ja, viele, viele schöne Sticker dabei. Ich weiß, ich mache sehr schnell. Aber, oh, die sind auch interessant. Kenne ich auch nicht. Die erinnern mich irgendwie an früher. Also an richtig früher irgendwie. An irgendeine Geschenktüte in den 90er Jahren, wo so das Bild drauf ist. Und bei denen hier, bei dem Pinguin hier, muss ich auch an diese Pinguine denken, die es mal im Überraschungsei gab. Das waren nämlich auch so Winterpinguine. Ich weiß noch, da hatte ich einen ewig nicht bekommen. Ich habe immer den mit dem Schlitten bekommen, der da auf dem Schlitten drauf hing. Und ich brauchte unbedingt noch den, der diesen Eisstab anleckt. Oder diesen, nicht Eisstab, also diesen Eiszapfen anleckt. Und das hat ewig gedauert, bis ich diesen Satz voll hatte. Da hatte ich den mit dem Schlitten 10.000 Mal. Und dann, wer war denn da noch dabei? Ich habe die alle noch. Ich habe die tatsächlich alle noch, diese Ü-Ei-Figuren aus den 90er Jahren. Ja, und wenn ich die hier sehe, es ist gar kein Pinguin, oder? Ist das ein Pinguin oder ein Vogel? Also, soll doch ein Pinguin sein, oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss ich daran denken. Jetzt habe ich mich hier an den Viech da aufgehalten. Ja, also ihr seht, ganz viele Sticker, ganz viele verschiedene. Hui, mein Tisch ist voll. Die muss ich auch mal sortieren und ja, nach Themen. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich werde die jetzt erstmal wieder in den Karton packen. So viele. Ja, bis zum nächsten Video. Dankeschön, liebe Katrin, und an alle, die mir die Post geschickt haben. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns. Tschüss.